Also, ich bin zuversichtlich, dass wir bis nächstes Jahr auch viel gute, positive Stimmung, was unsere Nationalmannschaft betrifft, haben werden. Sie sehen immer, dass ein Turnier im eigenen Land beflügelt. Wenn wir an 2006 denken, die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, was war das für ein Traum? Ein Sommermärchen haben wir es damals genannt. Das wollen wir nächstes Jahr ja mit dieser Euro 24 auch wieder erreichen. Und ich bin sicher, dass das sehr, sehr viel ausmacht, emotional. Das haben wir damals erlebt und ich bin sicher, dass wir das nächstes Jahr auch erleben werden. Es wird ein so verbindendes Element sein. Und gerade, wir haben viel darüber gesprochen, in dieser doch so kritischen und schwierigen Zeit, ist es etwas, wo wir uns, glaube ich, ein Stück weit dran festhalten können. Weil man könnte es ja auch wieder anders sehen und sagen, ja, es ist jetzt nur Fußball und warum muss man? Nein, es ist eben genau die größte Integrationsmöglichkeit, die wir schaffen können. Und Absolut. das ist heute, ich kriege gerade die Gänsehaut, wirklich nochmal rübergekommen. Also, und ich glaube, es ist für jeden Menschen wird es ein Gewinn sein, hier dabei zu sein und dass alle Bin ich Menschen sicher. Lust drauf haben, hier mit der Stadt Düsseldorf zusammen das zu tun. Das hat uns heute eindrücklich Sehr. bewegt.